Testing, testing. Der Mikrofonname hier ist so kompliziert, dass ich ihn mir nicht merken kann. Ich muss ihn ablesen. Also es ist ein Philips Mikrofon LBB 9050-06. Das klingt irgendwie eigentlich wie so ein Polizeiaktenzeichen oder wie der Produktname eines Sony Videorekorders oder so. Aber man kennt eigentlich Mikrofone eher unter, naja, weiß nicht, mal höchstens dreistelligen Ziffern, aber nicht hier, was ist das, sechsstellig. Zahlenmäßig gesehen ist es ein bisschen inflationär. Das Mikrofon ist auf jeden Fall ein sehr feines Mikrofon, wie man, denke ich, auch hören kann. Das ist also schon allein des Designs wegen ein sehr lohnenswertes Objekt. Das kann man, glaube ich, auch nur machen, wenn man noch elektrische Rasierapparate im Programm hat, also dass man ein Mikrofon so aussehen lässt wie dieses hier. Es ist in den 60er Jahren gebaut worden und zwar von AKG, also Philips hat das selber gar nicht gebaut, die ein Patent hier auf diese Zwei-Wege-Kapseln haben. Und es ist ein dynamisches Mikrofon, das heißt, es braucht keine Speisespannung oder sowas wie Kondensatormikrofone. Hat 200 Ohm. Es hat, was auch noch besonders ist, keine besondere Anhebung des Bassbereichs, wenn man sich dem Mikrofon nähert. Also keinen Nahbesprechseffekt, obwohl es ein Nierenmikrofon ist, also mit Nierencharakteristik, die ja normalerweise so einen Nahbesprechseffekt haben. Ja, also von der Qualität des Sounds kann man sich ja jetzt hier überzeugen. Ich finde, es ist ein wirklich gelungenes Vintage-Schnäppchen, was ich hier gemacht habe.